Action. Hallo ihr Lieben, heute stellen wir euch mal eine der wichtigsten, also es gibt überhaupt keine unwichtige Abteilung bei uns im Team, aber heute stellen wir euch die Requisite und die Ausstattung vor. Und das ist eine der unübersichtlichsten Abteilungen, weil die für alles zuständig ist. Jetzt kommt der Mann. Aber nur für uns ist die unübersichtlich. Ja. Wir zeigen euch mal, was da drin ausschaut. Ich will es selber mal sehen. Ich weiß doch nicht so genau, was der macht. Kommt's mit? Da ist er, ja. Ach, Mensch, hallo. Das ist ja eine Überraschung. Mensch, guck mal, jetzt schon wieder fleißig. Was? Komm so rum. Ah, grüß dich selbst. Was machst du denn da schon wieder? Ach, Mensch, hier wird das Ganze. Ihr wisst ja, wie das ist. Hier werden viele Sachen. Das ist übrigens der Ruppi. Grüß euch, servus. Wir basteln hier sehr viel. Das ist hier dieses kreative Büro. Genau. Können die beiden da drüben auch dazu. Wir sind hier ein großes Team, das das, wie gesagt, ermöglicht. Ein zauberhaftes Team, muss man dazu sagen. Ja, das kann man wohl sein. Gewisse auf für gewisse. Jeden Sonderwunsch immer ein Ohr, ja, machen wir. Und, auch und das. Dann geht der hierher und der findet irgendwie immer das richtige Teil. Ja, ja, also wenn ich so sehe, wie es bei dir aussieht, dann denke ich mir, du könntest gar nichts finden. Ja. Ja. Möchte man denken, aber das ist genau, gut, bei meiner Kollegin ist es ein bisschen geordneter, aber das ist das kreative Chaos, genau. Man muss sich nur drin auskennen. Genau. Ja. Und, das ist und der dann große. Produzierst du solche Sachen wie den goldenen Schneebesen. Ja, du musst ja immer dir was Neues einfallen lassen. Immer. Ich habe zum Glück wirklich auch Kollegen, die auch kreativ, sehr kreativ sind. Ist nicht so, dass ich hier die große kreative Abteilung bin. Wir haben eine Vorlage von den Drehbüchern und dann wird es mit den Kollegen und auch einer sehr kreativen Producerin, die wir hier haben und die gibt uns bestimmte Aufgaben, die auch mal über den Tellerrand hinausgehen. Für uns ist das so selbstverständlich, wenn wir ans Set kommen und irgendwas drehen müssen, ist es alles da. Aber was sich da so im Hintergrund abspielt, das ist wirklich Respekt. Ein Riesen, wie gesagt, ein Riesenteam. Wahnsinn. Ja, aber das Basteln ist ja nicht alles. Nein, nein, es ist nicht Basteln. Es ist dann die Logistik. Hier ist auch sehr viel Logistik, die wir machen müssen. Und es gibt ja auch große Trümmer. Große Bauten und so weiter. Und die würde ich sagen, zeige ich euch einfach jetzt. Ich wollte gerade sagen, lass uns doch mal in das andere Team. Dann lass uns doch rübergehen. Also dann. So, meine Lieben. Du, Sepp, guck mal. Hier sind wir in der Abteilung, wo du immer die Schlüssel rausfährst. Ja, genau. Das sind die Dekorationen für die einzelnen Zimmer. Wahnsinn. So ist es unter anderem. Auch ein Keyboard haben wir hier stehen zum Beispiel, falls sich die Fans wundern. Vom Herrn Dr. Niederbühl. Vom Dr. Niederbühl. Ja, das sieht jetzt so fertig aus. Wie viele Handwerke kannst du? Ja. Man muss einiges können, einiges abdecken. Aber wie man ja auch weiß, beim Film wird ja auch gerne mal was gefaked. Ja, ja, schon, aber das muss trotzdem alles an seinem Platz stehen, in dem Gästezimmer, an der Lobby, wo man das alles immer braucht. Und das ist schon sensationell. Das ist eine riesen Bandbreite, die wir abdecken. Weißt du, wir kommen immer nur rein und spielen mit den Sachen. Alles ist da. Ist, ne? Weißt du, den Ruppi holen wir mal zu uns nach Hause. Da kann ich euch dann einiges bauen. Du wirst lachen, wir wollen relativ viele Leute, dass ich das mache. Ich mache auch viel privat nebenbei, eigentlich mehr als sein muss. Das zum Beispiel ist der Kollege Manfred, der ist dafür zuständig, dass die Dekorationen so stehen an dem Drehtag, zu der Zeit, wann wir es auch tatsächlich benötigen. Genau, das ist auch der Mann, der so. Komm mal zu uns. Der auch nicht nur ich baue, ich kann das auch, aber eigentlich sind das die Fachmänner, die Holzverkleidungen, alles Mögliche bauen, Fenster, den Aufzug präparieren und. Also das sind die Leute, die den Alltag hier bei uns managen. Ja. Tatsächlich im Studio das Ganze versuchen, funktional zu machen, ohne dass wir große. Wie man immer sagt, das kann keine Einzelleistung sein, das kann nur ein ganz gutes ein Riesenteam machen. Ein kann keiner alleine, Film besteht nur aus Team. Geht das haben wir. Ich weiß nur, wenn bei uns irgendwas kaputt geht oder irgendwas nicht funktioniert in der Szene, dann heißt es sofort, wo ist der Manni? Genau, so ist es. Und dann kommt er. Ganz entscheidend, ganz wichtiger Beruf. Ach toll. Und naja, und jetzt kann ich euch mal zeigen, jetzt habt ihr mal hier so ein bisschen einen Eindruck bekommen, wie es im Backyard ausschaut, hinter den Kulissen. Ich würde sagen, wir schauen uns einfach mal eure Kulisse an. Oh ja. Die ist uns ja sehr vertraut. So. Ui. Ciao.
das sind jetzt zum Beispiel Sachen, die auch in die Requisitenabteilung kommen, dass immer in der Hotelküche, in der Sonnbichlerküche, dass immer was zu essen da ist, dass wir was zu schnippeln haben, dass wir was zu essen haben, ja, und dass das immer Fall auf Anschluss sein muss. Genau, und das ist in meinem Fall besonders schwierig, weil ich ja Köchin bin. Und ich koche vom Schweinsbraten bis über die Brotzeit alles. Und das muss immer frisch sein und immer so aussehen, als ob ich gerade. Das alles macht die Requisite. Genau so ist es. Wir haben eine gewisse Verantwortung natürlich. Wir können den Schauspielern nicht alles essen geben, verdorbene Sachen. Genau. Und sage mal, wie bist denn du eigentlich zu dem Beruf gekommen? Ich muss noch eins dazu sagen. Das macht die Inrichtung. Hans Sepp hat es ja schon sehr gut erklärt. Ich mache einen bisschen anderen Job, der natürlich mit den ganzen anderen Berufen oder mit den ganzen anderen Gewerben zusammenhängt. Ich bin der Außenrequisiteur. Ich bin zu diesem Job gekommen über eine Sinnenbildnerin, die ich sehr schätze. Was ist denn da los? Und das passiert auch beim Film gerne natürlich. Money. Naja. Erzähl. Also eine Sinnenbildnerin, die ich sehr schätze und die einen besonderen Satz mir gesagt hat: Als Außenrequisiteur musst du ein Zauberer sein. Du musst zaubern können, weil es sehr viele Aufgaben gibt, Requisiten, die bearbeitet werden müssen, anders sind als das, was man kaufen kann und. Und das hat mich irgendwo inspiriert, das hat mich verzaubert eben auch, weil ich das eigentlich mir gut für mich vorstellen konnte. Ja, vor allen Dingen diese Vielseitigkeit, du musst ja x Handwerk. Und es geht ja schon damit los, dass du einfach nur immer wieder eine neue Zeitung für uns produzierst, weil wir können ja keine normale Zeitung nehmen, sondern unsere spezielle Allgemeine Rosenheimer, und die produzierst du immer in Handarbeit. Und das ist schon ich spannend. Und Kollegen natürlich. Ja, natürlich. Ich meine jetzt deine Abteilung, genau. Dein Team. Ich organisiere viel, ich baue viel. Es ist beim Sturm auch ein bisschen anders als vielleicht beim normalen Film draußen. Die Aufwände sind schon ein bisschen, oder das Aufgabengebiet ist vielleicht ein bisschen größer. Ja, wenn ich allein denke, dass wir in die Luft geflogen sind, mal. Ja. Das ganze Studio haben wir natürlich kaputt gemacht. Da hat es dann auch so ausgeschüttet, da war dann einfach keine Wand mehr da. Ja. Und dann hat es gekokelt und gebrannt, und es durfte aber ja nicht in echt kaputt gehen. Also wie die das machen, wir sind immer wieder, wir bewundern euch. Ja, dafür gibt es die unterschiedlichen... Und vielen, vielen Dank, lieber Robi, dass du uns so Einblick gewährt hast in alles hinter die Kulissen. Gerne. Euch auch natürlich. Ja, eben. Und an das ganze Team natürlich. Ja, sowieso. Ohne das Team und ohne euch. Einer allein kann es nicht. So ist es. Das ist unser Geheimnis. Das ist bei uns Schauspielern genauso. Genau. Ohne geht es nicht. Ja, miteinander.